Sehen wir jetzt ein Muster, das fast so alt ist schon wie die Börse, nämlich dass man die Hoffnung kauft, buy the rumor und dann verkauft, wenn diese Hoffnung eintritt, sell the fact. Das könnte diesmal zutreffen, ist zumindest erstmal zugetroffen in Reaktion auf das, was Joe Biden gestern an Stimulusprogramme vorgeschlagen hat. Den wollen wir uns mal anschauen. Was ist da drin? Es sind eben diese Schecks, die werden jetzt von 600 auf 2000 Dollar aufgestockt, also 1400 Dollar oben drauf. Dann kommen noch 400 Dollar per week in Supplementary Unemployment Benefits dazu. 350 Milliarden für State and Local Governments. Da werden die Republikaner aber nicht so furchtbar begeistert sein. Insgesamt also ein Paket von 1,9 Billionen Dollar. 1 und 12 Nullen, das darf man nicht vergessen, ist eine Billion. Jedenfalls wird nicht alles davon durchkommen, müssen wir wohl noch ein bisschen abziehen. Aber es ist ein großes Stimulusprogramm, gar keine Frage. Auch interessante Minimum Wage, also der Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde soll angehoben werden. Und wir sehen hier mal unten die Kursreaktion. Da ist es ein bisschen nach unten gegangen, also es ist zumindest nicht mehr nach oben gegangen. By the rumors are the fact? Fragezeichen. Schauen wir uns jetzt mal an, was Joe Biden noch gesagt hat. Er hat gesagt, die Entscheidungen, die wir in den nächsten Wochen treffen werden, werden darüber bestimmen, ob unsere Politik allen Amerikanern nützt oder eben nur denen, die ohnehin schon in der Oberklasse sind, die also ganz oben sind. Das wird jetzt der entscheidende Punkt sein. Wird es eine Art Umverteilung von Wall Street? Und Donald Trump hat ja die Taschen der Wall Street durchaus gerne gefüllt, nicht zuletzt mit seinen Tweets. Umverteilung geben also von der Wall Street zur Main Street durch solches Helikoptergeld, wie wir es ja faktisch jetzt wieder sehen. Auch Donald Trump hat ja hier in dieser Richtung agiert, aber die Republikaner sind da eben nicht so begeistert insgesamt wie die Demokraten, ein solches Umverteilungsprogramm hier aufzulegen. Und wir haben noch diese Aussage, die ich gestern schon zitiert hatte in meinem Markeflüster: We must take immediate action. Wir müssen also jetzt unmittelbar handeln. Wird das zu weiteren Lockdown-Maßnahmen auch in den USA führen? Die Rallye basierte ja an der Wall Street vor allem darauf, dass man sich sagte, okay, super, wir haben die Fed, das ist schon mal super gut, die bringt Liquidität ins System. Jetzt haben wir den Impfstoff, dadurch wird dann die Wirtschaft sich deutlich erholen und jetzt kommt obendrauf noch der Stimulus, ist ja praktisch dreifach super. Wenn aber jetzt die Wirtschaft sich nicht erholt, weil eben auch in den USA wie andernorts die Lockdown-Maßnahmen eher verschärft werden, auch wenn Joe Biden das nicht allein entscheiden kann, aber Druck machen kann in diese Richtung auf die verschiedenen Bundesstaaten, dann wird es interessant. Schauen wir uns mal die Kursreaktion gestern an. Wieder Small Caps, Russell 2000, booms, nach oben gegangen. Ist dann ein bisschen nach unten gegangen, nachdem es zunächst hieß, wie die anderen Indizes auch, vielleicht nur 1400 Dollar Check. Aber diese 1400 Dollar waren eben gemeint auf die 600 Dollar obendrauf. Aber wir sehen diese riesigen Kursunterschiede zwischen dem Russell 2000 auf der einen Seite und etwa den Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 auf der anderen Seite. Was war gestern wieder das große Ding? Energy. Energie über 3% gestiegen. Information Technology dagegen gefallen. Auch wieder Finanzwerte leicht gesucht. Also die üblichen Verdächtigen, die von dieser Reflationsstory eigentlich profitieren. Und dann hatten wir natürlich noch die Fed. Und da ist Interessantes, nicht nur in der Inneneinrichtung von Jerome Powell, der offenkundig hier von zu Hause diese Ansprache gehalten hat. Da sagen viele, ja, das ist da hinten ist eine IKEA-Einrichtung. Ist das vielleicht ein dezenter Hinweis auf Schweden und die Riksbank, also die schwedische Reichsbank, die Notenbank in Schweden, die erste war, die Negativzinsen eingeführt hat. Soweit geht man jetzt schon. Das erinnert so ein bisschen wie damals bei Greenspan. Welche Tasche hat er jetzt, wenn er zur Sitzung geht, was sind da irgendwelche Zeichen zu erkennen? Ich kann mich an diese Spekulationen noch sehr gut erinnern. Und Jerome Powell sagte, when the time comes to raise interest rates, wenn die Zeit kommt, dass wir die Zinsen anheben müssen, dann werden wir das natürlich tun. Ja, kann er das denn tun, wenn die Verschuldung so ausufert und damit die Zinsbelastung dann noch deutlich steigen würde? Schwer zu sagen. At the end of the day, the public will need to see us allow inflation to move moderately above 2%. Also am Ende des Tages muss uns die Öffentlichkeit erlauben, die Inflation leicht über 2% überschießen zu lassen. Die Frage ist, kann man etwas leicht überschießen lassen oder ist dann, wenn ich die Büchse der Pandora öffne mit Namen Inflation, kann ich das dann gar nicht mehr so kontrollieren? Dann müsste ich die Zinsen sehr schnell anheben, wäre ein Schock für die Märkte. Also das ist eine interessante Geschichte. Und jetzt, wenn wir über Inflation sprechen,
Hier hat sich Jim Bianco mal Gedanken gemacht und hat geschaut, wie sind eigentlich die Aktienmärkte gelaufen. Die Aktien gelaufen in einer Periode, in der Inflation herrschte, 1966 bis 1982. Dazwischen war ja die Ölkrise, hat die Inflation massiv nach oben gebracht. Stagflation, damals das Schlagwort schlechthin. Und wir sehen, dass die Aktienmärkte damals, wenn man inflationsbereinigt sich das Ganze anschauen würde, also diese Assets minus Inflation, After Inflation, dass die deutlich verloren hätten, nämlich 65% ihres realen Wertes. Also das ist schon mal eine Aussage. Und diese Verluste wurden erst Mitte der 90er Jahre wieder aufgeholt. Also die Frage, ob Aktien der richtig super Schutz sind vor Inflation, ja, ist ein bisschen Schutz, aber es ist eben nicht der ganz große Schutz. Die verlieren dann real doch an Wert. Das scheint eine interessante Perspektive auf das zu sein, wenn die Inflation wirklich kommen sollte. Wir sehen Inflation schon bei den Grains, also bei Agrarrohstoffen, wenn man so will. Hier sehen wir massive Steigerungen jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Ich hatte schon des Öfteren jetzt über die Agflation gesprochen. Jetzt kommt auch JP Morgan und sagt, Mensch, kauft Commodities, fahrt eure Anleihe-Exposure zurück, weil man eben davon ausgeht, dass die Anleiherenditen steigen und ja, kauft auch Aktien, das geht immer, sagte JP Morgan. Und apropos Aktien, hier sehen wir den S&P 500 mal in einer charttechnischen Darstellung, wieder von Michael Silver, figuring out the money. Und wir sehen diesen Aufwärtstrend, der sich jetzt hier gebildet hat im größeren Zeitfenster. Wir haben große Unterstützungsbereiche da im Bereich 3200 irgendwas im S&P 500. Aber wir sehen diesen Aufwärtstrend, dessen Dynamik sich jetzt etwas abgebremst hat. Und wir sehen jetzt diese Seitwärtskonsolidierung in einer Zone 3825 oben, 3770, 75, 3750 unten. Ein Bruch dieser Marke würde zunächst mal bedeuten, dass wir jetzt nach unten rausgehen würden. Ein Bruch der Marke nach oben, 3825, würde wahrscheinlich bedeuten, dass wir jetzt nochmal neue Highs machen. Wir werden sehen. Jedenfalls sind wir in einem Markt, wie hier ein Artikel auf Bloomberg beschreibt, wo die Putzfrau fragt, was halten Sie denn zum Beispiel von Solar Companies, also von Solaraktien, weil sie hat Solaraktie, die Aktie einer Solarfirma gekauft und die hat sich verdreifacht inzwischen. Also wir sind jetzt schon so weit, dass uns wahrscheinlich die Taxifahrer dann bald die Tipps geben würden, was man jetzt unbedingt tun muss. Und das sehen wir auch bei den Optionsbeständen. Call-Optionsbestände schießen durch die Decke. Heute ja der kleine Verfall, das heißt, es verfallen diese Optionen. Diese Call-Bestände wiederum haben die Dealer gezwungen, diejenigen, die diese Optionen verkaufen, sich abzuhatchen, mitzugehen, prozyklisch. Das hat dann die Dynamik auf der Oberseite nochmal verstärkt. Wenn wir uns mal anschauen, wie das Jahr bisher gelaufen ist, also seit 1. Januar, sehen wir Dow Jones plus 1,8%, Nasdaq 2,18%, aber Stoxx Euro 600 besser gelaufen, 3,25%. Die Chinesen, die auch sehr, sehr gut laufen, derzeit Nickel läuft gut, nur Gold läuft nicht gut, Öl 10%, Bitcoin, die solideste aller Wertanlagen, meine Damen und Herren, mit 36% im Plus. Und abschließend vielleicht noch die Aussicht auf eben diesen härteren Lockdown. Ich hatte gestern versucht, diesen Bogen zu schlagen, dass das der neue Trend wird. Frankreich Ausgangssperre, UK wird härtere Maßnahmen machen. Deutschland dürfte diese härteren Maßnahmen machen. Wir haben jetzt nach wie vor hohe Zahlen, über 22.000, nach wie vor wieder über 1.000 Tote an und mit die Corona. Und ich will dieses Fass nicht aufmachen, ob das berechtigt ist, diese Lockdown-Maßnahmen, ja oder nein. Das ist ein weites Feld, dem ich mich jetzt entziehe aus Zeitgründen und geistiger Hygiene. Jedenfalls dürfte das jetzt auf uns zukommen. Und die Frage ist, was macht Biden? Ist das möglicherweise der Risikofaktor, dass dann auch in den USA Lockdown-Maßnahmen kommen, sodass die optimistischen Wachstumserwartungen, an denen auch der Reflationstrade hängt, vielleicht nicht eintreten werden? We will see. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend. Heute das Marktgeflüster ein bisschen früher als sonst, weil ich mich dann verpieseln werde, auf Deutsch gesagt. Also, euch, pfiat euch, Servus und Ciao.